Und damit herzlich willkommen zu Bravuras Tagebuch. Ich war am 23.04. in Romanshorn unterwegs, in der Nähe vom Lokarama, denn die BR23 der Eurovapor wurde überstellt. Die sollte an diesem Tag eigentlich um 14 Uhr ankommen, kam dann aber etwas zu früh. Ich habe mir vorgenommen, dass ich den Tag filmisch irgendwie festhalte und dazu auch noch zwei Livestreams mache. Die haben mehr oder weniger gut funktioniert. Dazu aber gleich später mehr. Wir sind jetzt hier direkt am Bahnhof und eigentlich wollte ich aus dem Stellwerk 2 später die Einfahrt der BR23 filmen. Da wurde mir aber gesagt, das wäre gar nicht mal so gut, weil die gerade direkt ins Lokorama einfährt. Also habe ich dann später die Aufnahme anders gemacht. Ja, wir sind hier noch recht in der Früh. Das war so um die 10:30 rum. Und bin dann erstmal ins Lokorama reingegangen, wo ich von der Schranke aufgehalten wurde. Kam gerade ein Zug durch. Und habe die erstmal beim Team gemeldet, dass ich da bin. Und da dachte ich mir, nachdem noch so viel Zeit ist, lass uns doch mal in das Stellwerk 1 gehen, wo normalerweise die ganzen Besucher nicht hinkommen, was ein bisschen ab vom Schuss ist und auch nicht so zugänglich ist wie das Stellwerk 2. Stellwerk 1 ist auch entsprechend nicht vorbereitet. Ihr seht da jetzt gerade einmal ein Foto, wie das Stellwerk 1 gerade aussieht. Da ist auch die SBB noch aktiv und stellt da ihr Zeugs ab und direkt daneben ist natürlich aktives Eisenbahngelände ohne Zaun, also in einer großen Gruppe da rumzugehen, ist eher weniger gut. So, da wären wir jetzt auch im Stellwerksinneren und ihr seht schon, ja, das Stellwerk könnte ein bisschen Liebe vertragen. Wie gesagt, normalerweise kommen da keine Besucher rein, sondern nur Mitglieder von der Lokorama bzw. von Eurovapor, wenn überhaupt. Und ja, es fehlt hier schon einiges. Das hat zwei Gründe. Einerseits ist schon eingebrochen worden, / Vandalismus, leider Gottes. Und da wollen die Leute Sachen mitnehmen. Das finde ich leider sehr schade, dass das passiert. Und andererseits haben wir dann schon mal präventiv Sachen demontiert, damit die Sachen nicht gestohlen werden. Deswegen ist es etwas kahl. Ja, am Anfang haben wir hier die Bank, wo man das am ehesten sieht, dass hier die Sachen fehlen. Auch unten die Hebel für die Fahrstraßen, teilweise schon weg. Und hinten haben wir dann die Hebelbänke für die ganzen Signale und die ganzen Weichen. Die sind natürlich weitestgehend noch da, funktionieren auch alle noch. Also rein technisch, da wurde jetzt nichts irgendwie modifiziert. Und auch die Decke müsste man demnächst mal machen. Ansonsten haben wir jetzt gerade teilweise Scheiben jetzt ersetzt, weil sie eingeschlagen worden sind. Also wir schauen schon danach und wer weiß, eventuell in der Zukunft können wir auch da mal Besucher reinlassen. Ihr habt jetzt hier verschiedene Ansichten, wie das hier oben aussieht. Das ist recht geräumig da oben, hat ganz gut Platz. Und ich zeige euch auch noch die Aussichten, die hier der Fahrdienstleiter hatte. Einerseits hier einmal zur Linken raus. Leider ist zu dieser Zeit kein Zug gefahren. Schön wäre es gewesen. Und dann habe ich hier für euch nochmal die Aussicht nach vorne raus im super Weitwinkel. Also sieht ein bisschen komisch aus im Bild, aber das wäre nach vorne. Und dann einmal die Aussicht zur rechten Seite. Das Fenster war leider ein bisschen schmutzig und ich hatte leider keinen Fensteröffner. Daher entschuldigt die Aufnahme. Das war die Aussicht nach rechts. Mal was kleines Witziges, ich habe auch mal die Schränke aufgemacht, wo natürlich auch die ganzen Elektroinstallationen noch vorhanden sind. Das Stellwerk ist ja noch in dem Zustand, bis die SBB damals übergeben hat. Und da waren interessante Poster teilweise drin. Ich werde es für YouTube ein bisschen verpixeln, es ist doch ein bisschen freizügig. Aber schön, dass solche Sachen auch noch da sind. Es sind natürlich auch noch Akten und Ordner da mit entsprechenden Dokumenten, die die Fahrdienstler gebraucht haben. Ja, als nächstes gehen wir mal ein Stockwerk tiefer und schauen uns das mal an, wie es unter der Hebelbank aussieht. Da haben wir schon etwas Grünzeug, aber es ist noch alles da. Klar, es sieht so ein bisschen traurig aus. Wäre natürlich schön, wenn das Ganze noch funktionieren würde. Aber so ist es unten drunter. Ja, ich habe hier auch einen kleinen Livestream gemacht, wo ich durchgegangen bin. Leider hat der Livestream nicht sehr gut funktioniert. Das Video war leider sehr stockend. Wer sich das trotzdem ansehen will, hier mal ein kleines Beispiel, wie das so aussieht. Beziehungsweise ihr seht das jetzt ja eh schon. Und das Ganze verlinke ich dann aber auch noch in der Videobeschreibung, falls ihr euch das geben möchtet. Da gehe ich dann einmal durch. Aber halt in gefühlt 3 FPS.
Ja, nachdem der Livestream vorbei gewesen ist, bin ich wieder zurück ins Lokorama und habe mich eigentlich darauf eingestellt, dass um 14 Uhr die BR23 kommt. Die kam dann aber etwas früher, nämlich um 13.20 Uhr, so wird es zumindest angekündigt. Und habe dann recht schnell meinen Livestream gestartet mit dem Handy. Ich bin übrigens der Typ davon in Orange. An einer Seite hatte ich das Handy, habe den Livestream gehabt und an der anderen Seite die Fahne zur Absicherung. Und ja, ich wurde da schon ein bisschen ungeduldig, denn der Livestream ging schon mal, glaube ich, knapp 10 Minuten. Und dann kam erst die Lok und da erstmal viel Spaß mit der Einfahrt und den weiteren Impressionen. Sorry für den Unterbruch. So, da sieht man mich jetzt nochmal am Rumlaufen. Da war ich quasi noch am Livestreamen. Ich habe die Kamera da jetzt einmal mitgenommen. Und da ist die Lok erstmal gestanden, bis dann das ganze Rangiermanöver gestartet hat. Am Ende des Museumstages um 5. Denn während hier im Museumsbetrieb ist das Rangieren eigentlich nicht erlaubt. Und ja, sie haben einfach die Zeit dann schon mal genutzt und haben die Lok entschlackt. Also, dass sie mal dann kalt wird und dann vorbereiten fürs Depot dann rein. Ich habe die Zeit dann noch nutzen können und bin dann auch mal in den Führerstand rein. Da habe ich auch für euch ein, zwei Fotos vorbereitet sowie ein kleines Video. Viel Spaß damit! So, da wären wir jetzt auch im Führerstand und da habe ich mal ein kleines Video drin gemacht. Ich sag's euch, in dem Führerstand ist es richtig schön kuschelig warm gewesen, aber war schon cool, da einmal drin zu stehen. War so mein erstes Mal in der BR23. Am liebsten wäre ich mit ihr ja losgefahren, aber ging leider nicht. Aber anstelle mit einer kleinen Mitfahrt von der BR23 habe ich noch was anderes für euch, denn der Postwagen, den sie mitgebracht haben, den haben wir mal ganz kurz weggezogen, und zwar mit unserem Huvi. Das Ganze habe ich aufgenommen, das ist jetzt diese Aufnahme hier und die Anfangsdiskussion, was da auf Schweizerdeutsch kommt, wir haben hier Ausfahrt gekriegt mit einem Zwergsignal, was wir eigentlich gar nicht gebraucht haben und sind dann vor dem Zwergsignal wieder retour und haben den Postwagen weggezogen, damit die Leute da besser die Fotos machen können und der BR23 wünscht da viel Spaß mit dem kleinen Manöver. Thank you.
Ja, den zweiten Teil der Rangierfahrt kann ich euch leider nicht zeigen, denn es wurde etwas hektisch in der Rangierlokomotive. Nichtsdestotrotz, hier ein kleines Foto, wie die Endposition war. So stand man dann bis zum finalen Manöver, wo dann das Museum zugemacht hat. Da war ich dann nicht mehr dabei. Und so konnten die Leute einfach bessere Fotos machen von der BR23, so wie das Foto hier. Schön wäre es gewesen, wenn die Lok nur so da gestanden wäre, also ohne Leute, aber besser als gar nichts. Ja, und zum Ende des Tages habe ich dann noch diese kleine Ticketmaschine ergattert. Vom Jahr her kann ich es leider nicht ganz sagen. Der Hersteller ist My Calyx and Tim aus England, so wie ich das sehen kann, mit der Seriennummer 473. Wenn jemand Infos zu diesem Gerät hat, bitte gerne in die Kommentare reinschreiben oder wo man dazu irgendwie Ersatzteile oder Zubehör bekommt. Denn ich bräuchte so ein Bändchen und die Druckertinte oder wie auch immer man das drin nennt, ist am Austrocknen. Es funktioniert teilweise in Hardware bei auch nicht schlecht, damit ich weiß, ob man das Teil richtig bedient. Ein bisschen komplex. Wer dazu noch ein Follow-up haben möchte als Video, gerne melden. Und dann habe ich noch eine Ticketmaschine aus Frauenfeld gekauft, beziehungsweise so ein Bus-Ticket-Ding, also wirklich Full-Size, wo jemand wirklich hingeht, Münzen reinhaut und da kommt ein Ticket raus. Davon habe ich leider kein Foto. Das kommt demnächst, wenn ich das mal abhole und dann restauriere, denn das Teil ist leider defekt. Aber wenn es dann funktionieren würde, wäre das natürlich eine coole Sache. Ja, das war erstmal so mein Reise-Eisenbahn-Tagebuch vom 23.04. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch vielleicht gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und wenn ihr mehr von diesen Tagebüchern haben wollt, sagt es mir, mache ich gerne. Bis denn dahin, bleibt gesund, bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.